Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute tauchen wir ein in die faszinierende Welt der goldenen 20er Jahre und gestalten gemeinsam einzigartige Weihnachts- bzw. Grußkarten im Stil dieser glanzvollen Epoche. Mein Name ist Bacha und ich bin Künstlerin und habe diesen kleinen Kunstkanal gegründet, um euch kreativ mit meinen Ideen zu inspirieren. Lasst uns heute eintauchen in die goldenen 20er Jahre und ein bisschen in dem Glanz und Glamour schwelgen. Die 1920er Jahre, oft auch als die goldenen 20er Jahre bezeichnet, waren eine Zeit des Aufbruchs und der Veränderung. Nach dem Ersten Weltkrieg erlebten viele Länder, insbesondere in Europa und Nordamerika, einen wirtschaftlichen und kulturellen Boom. Aber warum nennen wir sie die goldenen 20er? Nun, dieser Begriff spiegelt den Wohlstand, den Optimismus und die künstlerische Blütezeit wider, die diese Dekade prägten. Jazzmusik füllte die Clubs, Frauen befreiten sich von alten Konventionen und neue Kunstbewegungen wie der Jugendstil und Art Deco setzten frische Akzente in Design und Architektur. Es war eine ausgelassene Zeit, in der oft und vor allem üppig gefeiert wurde. Der Jugendstil, auch bekannt als Art Nouveau, entstand Ende des 19. Jahrhunderts und zeichnete sich durch geschwungene Linien, florale Muster und organische Formen aus. Er sollte die Kunst mit dem alltäglichen Leben verbinden und fand Ausdruck in Architektur, Möbeln und Grafiken. Art Deco hingegen kam in den 1920ern auf und stellte einen Gegenpol dar. Bei seinen geometrischen Formen, klaren Linien und luxuriösen Materialien wie Gold und Elfenbein spiegelte Art Deco den Fortschrittsglauben und den Glamour der Zeit wider. Beide Stile beeinflussen bis heute Design und Kunst und sind perfekt, um sie in unseren Karten umzusetzen. Wir werden Karten gestalten, die Elemente des Jugendstils und Art Dekos aufgreifen. Die Hauptfarben sind Gold, Schwarz, Weiß und Rot. Farben, die sowohl Eleganz als auch Festlichkeit vermitteln. Schreibt mir in die Kommentare, welcher Stil euch am besten gefällt. Wir malen eine typische Silhouette einer Dame in einem typischen 20er-Jahre-Outfit in Schwarz auf goldenem Hintergrund. Details wie Perlenketten oder Stirnbänder können in Weiß und Rot hervorgehoben werden. Die Motive und die Varianten können wir natürlich durchgängig wechseln und variieren. Wir können die Linien miteinander tauschen und verschiedene Karten zusammenfügen aus den Elementen, die wir kennengelernt haben. Die dritte Karte wird tatsächlich etwas schlichter und feiner gestaltet. Sie bietet viele Art Deco-Ornamente. Das geometrische Muster im Hintergrund malen wir mit einem Lineal und Goldfarbe auf dem schwarzen Karton. Wir nutzen die Form, um Kontraste zu erzeugen und den typischen Art Deco-Stil zu imitieren. Mit einem stilisierten Schriftzug können wir natürlich hier einen Grußtext oder zum Beispiel Frohe Weihnachten, Retro-Party oder je nachdem, wofür ihr euch entscheidet, aufschreiben. Die ausgelassene Stimmung auf dem Bild können wir zum Beispiel durch mehrere glitzernde Effekte erzielen. Auch hier können wir Perlenketten und Stirnbänder besonders hervorheben. Hier sind nun unsere fertigen Karten. Jede einzelne spiegelt den einzigartigen Charme der goldenen 20er wider und verbindet ihn mit der Wärme der Weihnachtszeit und der Ausgelassenheit der Partystimmung. Danke, dass ihr dabei wart. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal für mehr kreative Inhalte. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.